Salzburg schlägt die UBC Vienna Capitals 4-2. Ich würde sagen, wir starten wieder mit Statement of Guest Coach. Please give us your comments on the game tonight. Oh, das war ein sehr gutes Eishockeyspiel heute. Beide Mannschaften gut gespielt, die Intensität war hoch. Beide Mannschaften hat gut defensiv gespielt, aber auch mit viel Torchancen. Wir haben die Glück mit der Überzahl heute, aber World Credit zu Vienna. Das ist eine sehr, sehr gute Mannschaft und wir sind sehr glücklich mit diesem Sieg. Tom? Ja, danke schön. Well, I think this is richtig gesagt von Dan, das war ein richtiger Schlagabtausch. Beide Mannschaften wollten den Sieg, das erste Platz. Es ging um alles. Und unsere Mannschaft hat alles auf dem Eis gelassen. Wir haben 60 Minuten hart gespielt. Wir waren ein bisschen angebissen im zweiten Drittel mit den Powerplay-Goals von Salzburg. Wir haben Adjustments gemacht im dritten Drittel. Penalty Killing war sehr stark und sehr in Ordnung und es kommt auf die Kleinigkeiten und einen Net Rush. Raffel war der stärkste Spieler von Red Bull heute Abend. Aber ich denke, das war knapp dran und man sieht, dass wir haben ein hartes Programm geliefert in der letzten Zeit, auch am Dienstag in Zürich und unsere Mannschaft hat alles gegeben und versucht, das Spiel zu biegen heute Abend. Ich bin insbesondere sehr stolz nach dem 0-1, wir haben geantwortet, nach dem 0-2 haben wir geantwortet, dachte wir sollten näher dran am 3-2 Führung, aber so war es nicht heute Abend, 3-2 Rückstand und dann war die Antwort leider nicht mehr da, aber eine hervorragende Spitzenspiel in der Eberliga. Dankeschön. Okay. Mario? Ja, wir haben heute ein starkes Spiel gemacht, schlussendlich auf 4-2. Man kann nicht davon reden, wer die bessere Mannschaft war. Ich glaube, beide haben eine sehr starke Leistung heute geliefert. Salzburg hat einfach zwei Chancen mehr reingehaut wie wir. Schlussendlich muss man sagen, ist im Powerplay waren sie effizienter wie wir. Am Schluss haben wir noch die Chance gehabt mit dem Powerplay, haben das leider nicht geschafft und so dann leider der Spielstand 4-2, aber wir müssen uns nicht verstecken. Ich denke, wir haben wieder einen guten Schritt in die richtige Richtung gemacht und von dem kann man sicher in nächster Zeit auch mehr sehen.